Hi und herzlich willkommen zum allerletzten Video im Jahr 2014. Das hört sich richtig krass an, aber es ist einfach so. Es ist echt das letzte Video im Jahr 2014 und das Jahr ist schon vorbei. Das verging echt wie im Flug und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute mit euch zusammen so einen kleinen Rewind-Throwback vom Jahr 2014. Und zwar schauen wir uns mal meine Instagram-Bilder an. Von jedem Monat habe ich mir ein Bild rausgesucht und dazu erzähle ich euch die Geschichte. Und so haben wir kurz einen kleinen Jahresrückblick. Rückblick einfach zusammen, was so passiert ist in unserem Jahr. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Jahr fandet. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also, dann fangen wir mal an mit dem Januar. Im Januar ist nicht so viel passiert. Das war eigentlich so der ruhigste Monat im ganzen Jahr. Ich habe da lediglich Zuschauer getroffen, beziehungsweise nicht lediglich, sondern das ist auch schon eine krasse Sache. Also ich habe Zuschauer von mir getroffen in Stuttgart, in der Stadt, die haben mich da angesprochen und ups. Und ihr könnt hier sehen, wer das war. Wenn ihr euch erkennt oder wenn ihr die kennt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Es war richtig cool, euch zu treffen und wenn ihr mich seht auf der Straße, wenn ihr mich irgendwo seht, sprecht mich einfach an. Ich freue mich immer drüber, wir machen auf jeden Fall immer ein Bild zusammen und das war halt im Januar. Im Februar war ich dann in Bad Cannstatt und da ist das Bild hier entstanden. Ich habe das gemacht, weil ich es einfach richtig cool fand, wie meine Augen da aussehen und so. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Ich war da mit meinem Vater unterwegs, wir haben da was gedreht und zwar für personello.com, für das coole Liebesschloss, das war für Valentinstag. Und das war so mein erstes richtiges Video, wo ich so richtig mit jemand zusammengearbeitet habe, also mit einer Firma, und das fand ich richtig cool. Schaut mal in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch mal alle Videos, die ich jetzt hier im Video erwähnen werde. Das werden noch einige sein, da könnt ihr mal vorbeischauen, die könnt ihr euch anschauen, dann könnt ihr so sehen, was so in dem Jahr abging, so in Videoform. Und das war halt da, deswegen habe ich es fotografiert. Das nächste Bild, das war im März war das dann, und da war ich in Berlin, da war ich bei der Kinopremiere von Divergent. Das war richtig cool, also ich war da an Dienstag, ich war da eingeladen und ich war da auf dem roten Teppich und ich habe die Stars gesehen und Theo James und ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin heißt. Oh nein, schlecht vorbereitet, Christos. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich blende euch mal ein Bild von ihr ein, die ist richtig heiß. Und die habe ich da halt alle gesehen und ich bin da dienstags hingefahren und dienstagabends auch wieder heim und ich war dann mittwochmorgens um 5 Uhr daheim und ich hatte mittwochmorgens um 7 Uhr Schule. So. Und dann habe ich in der Schule geschlafen und da ist das Bild hier entstanden. Die haben mich fotografiert, meine Klassenkameraden. Und ja, das war richtig krass. Ich habe da noch eine Arbeit geschrieben an dem Tag, aber ich habe alles gut überstanden. Und ja, das war so einer der... das war ein cooler Tag in diesem Jahr, aber das war noch nicht der beste Tag. Da kommen noch viel mehr. Das nächste Bild, das war auch im April, Ende April, Anfang Mai. März, das war nicht auch, sondern Ende April, Anfang Mai war das. Und da haben wir mit der Schule abgeschlossen gehabt. Also wir haben unsere schriftlichen Prüfungen beendet gehabt und sind feiern gegangen und da ist das Bild hier entstanden. Das war mein Outfit an dem Abend und ja, das fand ich auch so ein cooles Ereignis und das gehört auch ein bisschen so zu YouTube, weil ab dem Zeitpunkt habe ich einfach so richtig angefangen Videos zu machen. Ich hatte nicht so einen schulischen Stress, sondern ich konnte richtig loslegen und deswegen das Bild, genau. Dann geht es weiter im Mai, da war ich in Düsseldorf eingeladen und zwar war ich da von YouTuber gegen Nazis aus... War das richtiges Deutsch? Ich hoffe. Und da habe ich so einen kleinen Einspieler gedreht, so einen kleinen Film für YouTuber gegen Nazis halt. Und das ist der Kameramann. War richtig cool mit ihm. Also das war Hammer, der beste Kameramann der Welt auf jeden Fall. Und das war, wie gesagt, in Düsseldorf an dem Abend. Das war auch richtig cool. Ich war da 2 Tage. An dem Abend war da noch eine Tube One Party. Und da war ich eingeladen. Und da war ich dann mit Simon Desio, mit Lion, mit Dena. Dena war da, von Mediagraph waren auch ein paar Leute da. Mit Shirin David, Live with Melina, Dagi, T-Zone, Sascha, Dima, mit allen. Also wir haben da ein bisschen gefeiert. Ich habe mit allen mal gesprochen. Das war richtig cool. Und ja, ich hoffe, dass ich das in 2015 mal wiederholen darf, das Ganze. Das war echt eine hammergeile Party. Es war hammergeile 2 Tage da in Düsseldorf und das war richtig cool. Das nächste Bild, das war dann im Juni war das. Das war Anfang Juni, genau. Und zwar war ich da in Berlin. Da war ich bei Joyce eingeladen. Da war ich auch bei einer... Erst bei Joyce haben wir gebruncht, so gefrühstückt auf der Dachterrasse. Das war richtig geiles Wetter, das war richtig cool. Und danach war so eine Kinopremiere von... Das Schicksal ist ein mieser Verräter, da waren wir dann drin und das war richtig geil, also das war Hammer und das Bild ist da entstanden, da war ich vor dem Joyce Studio, im Auto bin ich da noch gehockt, habe mir noch ein Bild gemacht und
Das war einfach hammergeil. Ich war da mit meinem Vater und es war einfach richtig geile Zeit. Vor allem, ich habe da auch Julia getroffen, Kevin und alle, also von Joyce, die ganzen Moderatoren. Und es war richtig nice. Ich habe dazu auch mal ein Video unten in der Infobox verlinkt und könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Von Düsseldorf, da habe ich auch ein Follow Me Around gemacht. Da könnt ihr auch in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich auch alles nochmal verlinkt. Dann geht's weiter mit Juni, Juli. Das war in der WM-Zeit und da habe ich das Bild geschossen, weil da war, das waren so meine letzten Wochen in der Ausbildung, wo ich dann noch gearbeitet habe. Und da haben wir dann Trikots getragen, da hat Deutschland gespielt. Ich war in der WM für Deutschland, nachdem Griechenland rausgeflogen ist. Und deswegen das Bild hier, da war Deutschland auf dem Weg zum Weltmeister und im Endeffekt sind wir auch Weltmeister geworden. Gut gemacht, Jungs. Das ist hier das letzte Bild von meiner Ausbildung. Das war im Juli, das war am 30. Juli. Und da habe ich meine mündliche Prüfung gehabt und ich habe die mit Bravour bestanden. Hier, Chapeau, Chapeau. Ich habe das zwar nicht so gedacht, aber der Prüfer meinte so, Herxenitidis, sie haben das sehr gut gemacht. Und ich habe einfach gedacht, what the fuck? Weil ich habe mich gar nicht so vorbereitet gefühlt. Also also schon vorbereitet, aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, oh, ich schaffe das locker. Und habe ich einfach gut gemacht und das war einfach so geil, weil ab dem Zeitpunkt bin ich richtig abgegangen mit Videos. Und das kann man hier sehen am nächsten Bild. Da war Max bei mir, das war Anfang August. Da haben wir dann die Saftladen-Challenge gedreht und was für YouTube in the Kitchen. Das war so cool, weil ich habe da Max zum ersten Mal gesehen und wir haben uns super gut verstanden. Wir sind echt, man kann echt sagen, durch YouTube gewinnt man einfach Freunde und Max ist einer davon auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Köln, das war im August und zwar waren da die Videodays 2014 und das ist ja die ganze Gang. Also mit denen alle bin ich da rumgehangen, wir waren da was trinken an dem Abend und das war vom Kölner Dom, das war einfach so, so geil, das war so ein geiler Tag. Das waren einfach so zwei geile Tage eigentlich, also das sind Yin-Yin, Keda, Merbu, Max, Teletabinatus, Yandi und alle einfach drauf, das war so geil die Zeit, also ich will es echt wiederholen und die Videodays waren einfach die besten Tage, ohne Witz. Sie waren dieses Jahr das Beste, das Nonplusultra, was es gibt. Da hatte ich so viele coole Leute kennengelernt. Dazu komme ich jetzt gleich, wen ich dann noch so kennengelernt habe. Das war einfach Hammer. Also echt, ich freue mich auf 2015 in Berlin und in Köln. Das wird so krass. Dann geht's weiter mit September. Da habe ich die Legria Mini zugeschickt bekommen und da habe ich die ein bisschen getestet. Da hatte ich die Vlog-Woche. Das heißt, ich habe, glaube ich, gut zwei Wochen jeden Tag ein Video gemacht und habe es hochgeladen. Und ja, in der Infobox findet ihr auch dazu die Playlist, wenn ihr Bock habt, um die anzuschauen. Dann im September hatte ich auch noch Geburtstag, da bin ich 19 geworden. Jungs, ich bin 19, Jungs und Mädchen, ich bin 19. Ja, das war auch dieses Jahr und da so sah ich aus an meinem Geburtstag, das war mein Outfit. Im Oktober dann hatte ich meine Creepy Christo Woche oder beziehungsweise meine Creepy Christo Monat. Ich habe da den ganzen Oktober lang nur Halloween Tutorials hochgeladen und da ist das Bild hier entstanden, das ist ein Zombie-Tutorial und ich habe da auch abgehackten Finger gehabt, das sieht man hier und lauter richtig coole Tutorials und Do-It-Yourselfs hatte ich da in diesem Monat. Dann kommen wir auch schon zu November und wie gesagt, ich habe sehr viele neue coole Leute kennengelernt dieses Jahr über YouTube, durch YouTube, am Video und so und dazu gehört auch die liebe Luisa. Ich weiß nicht, aber im November ist jetzt nicht so viel passiert und deswegen muss ich jetzt halt sie reinnehmen. Deswegen habe ich hier ein paar Bilder von uns, wir verstehen uns richtig gut, wir sind einfach auch so eine richtige coole YouTube-Freundschaft und das ist einfach richtig geil. Wir waren auch dann zusammen noch im November, November oder Anfang Dezember war das, waren wir auf dem Michael-Schulte-Konzert. Da habe ich euch auch nochmal hier ein Bild davon. Das war so cool mit dir, Luisa, danke für alles. Ich hoffe, wir sind noch lange befreundet und so. Es war richtig geil und es macht richtig Spaß mit dir einfach zu chillen und so. Danke dafür. Und ja, im Dezember war jetzt nichts Großes mit YouTube. Ich habe relativ zurückgeschraubt, dadurch, dass ich jetzt wieder auf der Schule bin und so. Deswegen war da leider nicht so viel. Das war nur die Adventswoche. Das kann ich euch auch mal einblenden. Ihr habt noch heute Zeit, bis um 23.59 Uhr bei der Adventswoche mitzumachen. Da könnt ihr richtig coole Sachen gewinnen. Schaut einfach mal unten in der Infobox vorbei. Da findet ihr die ganzen Links und so weiter und so fort. So, das war's dann mit meinem Jahresrückblick. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und drückt mal gerne den Abo-Button. Und dann schaffen wir vielleicht noch bis nachher, bis um 0 Uhr, vielleicht noch die 3000 Abonnenten. Dann bekommt ihr noch mein Postfach dieses Jahr. Das wäre doch cool, oder? So zum Abschluss. Würde mich echt freuen und das war's einfach. Ich danke euch für das Jahr. Das war echt richtig cool. Es war einfach echt eins der besten Jahre bis jetzt in meinem Leben. Und ja, einfach danke für alles. Ihr seid
Echt die Besten und ich hoffe 2015 seid ihr mit dabei und es wird richtig cool. Ich freue mich auf richtig coole Aktionen und richtig geile Sachen auch mit YouTube. Ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr, noch mehr machen und ich wünsche euch einfach viel Spaß dann mit mir auf 2015 auf dem Weg, wenn wir das machen. Und genau, ich wollte dann auch noch sagen, einen guten Rutsch in diesem Jahr. Trinkt nicht so viel, genießt noch die letzten Stunden, feiert schön rein und lasst es euch einfach gut gehen und danke für alles auf jeden Fall. Ich gehe jetzt los. Ich werde heute so ein bisschen schicker sein. Und ich wünsche euch dann, wie gesagt, einen guten Rutsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis 2015. Danke für das geile Jahr. Und danke für alles. Ihr seid die Besten. Ciao. Ciao. I had no choice in this. I was the friend she missed. She needed me.